Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit. Um Freiheit wird und wurde gekämpft und gestritten. Ich beschäftige mich als Historikerin mit dem 18. Jahrhundert, mit der Geschichte des 18. Jahrhunderts und damit mit der europäischen Kolonialzeit, als eben Europäerinnen und Europäern vielen Menschen absprachen, frei zu sein oder überhaupt Freiheit zu verdienen und zur Freiheit fähig zu sein. Früher war Freiheit oftmals einfach mit sehr konkreten Freiheiten im Plural verbunden. Man war frei von etwas, man war frei zu etwas zu tun. Also dieser romantisch aufgeladene Freiheitsbegriff, den wir heute haben, der ist eigentlich etwas, was sich erst mit der Moderne, mit dem späten 18. Jahrhundert ausprägt.